Hallo und willkommen zum Lectorial 1. Wir wollen uns heute mit dem Thema Agenten, insbesondere den sogenannten Reflexagenten, beschäftigen. Wie läuft das Ganze ab? Das ist ja unser erstes Lectorial. Also die Idee ist immer, dass ich ganz zu Beginn so ein paar Basics wiederhole, ja, Ihnen nochmal so die Kernelemente der Vorlesungen und der Literatur wirklich ganz kurz und knapp sich so ein bisschen abholen. Was gibt es zu wissen? Was sollten Sie unbedingt wissen für diese Aufgabe? Dann werden wir uns mit der eigentlichen Aufgabenstellung beschäftigen. Das sind in den Lectorials, können das 1 bis 3 Aufgaben, Programmieraufgaben, Denk-, Rechenaufgaben normalerweise sein. Und am Ende gibt es den sogenannten Playground. Da geht es dann darum, dass Sie ein bisschen mit dem Code spielen, ein bisschen ausprobieren. Wenn es eine Präsenzveranstaltung ist, dann ist es meistens so nochmal eine halbe Stunde am Ende, wo Sie dann selber kleine Funktionen nochmal implementieren. Ich gehe rum, beantworte Fragen, helfe Ihnen ein bisschen. Und das ist so der ganz grundsätzliche Aufbau. Ganz wichtig bei dem Lectorial, ich werde Ihnen die Aufgabenstellung geben, dann werde ich das mit Ihnen gemeinsam programmieren und am Ende werden Sie die Möglichkeit haben, nochmal zu üben, eigene Konzepte einzubauen. Die Idee dahinter ist aber, dass ich Ihnen die Aufgabenstellung gebe und dass Sie es dann erstmal alleine probieren. Ja, also ist jetzt nicht so vorgesehen, dass Sie sich das ganze Video anschauen und keine Zeile Code schreiben und sagen, okay, passt schon, habe ich verstanden. Sie haben es nicht verstanden. Ganz, ganz wichtig beim Programmieren ist, selber machen, selber ausprobieren. Es ist natürlich so, dass das am Anfang vielleicht sehr hart vorkommt, dass das hier vielleicht manchmal auch noch ein bisschen überfordernd ist, dass Sie sagen, okay, ist mir jetzt echt kompliziert, was wir hier machen, das ist völlig normal. Ja, also das sind größere Aufgaben, hier ist größere Programmieraufgaben und kein Mensch erwartet von Ihnen, dass Sie das jetzt mit Ihrem Wissen und Ihren Erfahrungen und dem Stand der Vorlesung, die Sie bisher gehört haben, alleine direkt in der Zeit perfekt hinbekommen. Wenn Sie das schaffen, wunderbar, freut mich sehr für Sie, sind Sie besonders talentiert. Die meisten von Ihnen aber werden sagen, okay, vielleicht die oder die eine Funktion hätte ich geschafft, die andere war mir es doch zu kompliziert. Und deswegen ist die Idee, diese Aufgabe hier insbesondere in Gruppen zu machen. Also machen Sie das gemeinsam. Setzen Sie sich mit Ihrer Lerngruppe zusammen, vielleicht haben Sie einen Freund, Freundin, mit denen Sie schon zusammen studieren und immer zusammen Aufgaben machen, skypen Sie sich zusammen, telefonieren Sie sich zusammen, treffen Sie sich im echten Leben, treffen Sie sich virtuell, völlig egal, aber probieren Sie den Code und die Aufgaben zu diskutieren. Kein Mensch erwartet von Ihnen, dass Sie diese Aufgaben alleine machen müssen. Und auch in der Klausur wird es nicht der Fall sein, dass Sie solche großen, komplexen Programmieraufgaben auf dem Papier frei programmieren können müssen. Ja, also das hier ist eine Übungsaufgabe, damit Sie die Konzepte und Ideen aus der Vorlesung umsetzen, also wirklich um zu prüfen, ob Sie die Dinge verstanden haben. Und es ist auch eine super Übungsaufgabe, aber sie sind vom Umfang und der Schwierigkeit her schwerer als nachher der Programmierteil in der Klausur. Ja, ich kann in der Klausur, kann ich jetzt keine komplette Coding-Klausur machen. In der Vorlesung geht es ja darum, die verschiedenen Dinge zu beherrschen, das heißt die Theorie, die Aufgaben und das Programmieren. So, kommen wir jetzt zur ersten Rekapitulation, nämlich zu dem Thema Strukturen von einfachen Reflexagenten. Reflexagenten, wir haben es in der Vorlesung in dem Kapitel Agenten besprochen. Hier haben Sie zum Beispiel der Staubsaugerroboter von mir, der gute Doppi. Und die Programmierlogik, der Algorithmus, der so Reflexagenten zugrunde liegt, der ist relativ simpel. Ja, das ist, es gibt einen Zustand, eine Beschaffenheit der Welt und auf diesen Zustand reagiert der Agent. Das kann immer gleich sein, wie hier dargestellt, ja, oder zufällig. Zufällig zählt auch als einfacher Reflex. Und je nachdem, ob er sich in einem bestimmten Zustand befindet, folgt dann immer eine bestimmte Handlung. Wenn Sie diese Aufgabe hier lösen wollen, dann gibt es noch eine kleine Python-Funktion, die Sie noch nicht kennengelernt haben, die wir noch nicht in der Vorlesung gemacht haben, die ich jetzt an der Stelle noch kurz einführen möchte, nämlich die Random-Funktion. Die Random-Funktion, da nutzen wir die Random-Funktion aus dem Paket NumPy. Die erlaubt uns, ganzzahlige Zufallszahlen zu ziehen und zwar mit einem unteren und einem oberen Intervall. Also beispielsweise, wenn wir hier eine Zahl, wenn wir die Zahlen 1,
wenn wir die Zahlen 0, 1, 2, 3 ziehen wollen, ich schreibe es nochmal auf kurz, also wollen die Zahlen 0, 1, 2 und 3 ziehen, dann müssen wir hier eben entsprechend die Grenzen diese Parameter für entsprechend der Grenzen unseres Wertebereichs, aus dem wir ziehen wollen, setzen. Wir werden in diesem Lectorium mit der Spider-IDE arbeiten, das heißt aber nicht, dass Sie diese IDE verwenden müssen. Sie sind freie Menschen, ja, Sie können die IDE Ihrer Wahl nehmen, Sie können das Ganze auch mit einem Jupyter-Notebook machen, das geht auch wunderbar, auf jeden Fall möglich. Sie können aber auch Visual Studio Code nutzen, auch einen Editor, den ich sehr gerne nutze. Ich finde es für diese Übung hier, insbesondere für die ersten Übungen, ganz gut, hier mit Spider zu arbeiten. Wie gesagt, ist aber steht Ihnen völlig frei, was Sie nutzen, ist genauso gut möglich mit der einen oder der anderen Aufgabe. Wir haben dann hier in der Spider-ID die verschiedenen Bereiche. Das ist einmal hier der eigentliche Skriptbereich, wo wir unseren Code schreiben, der dann hier durch die verschiedenen Buttons ausgeführt werden kann. Ich gehe mal wieder in den Laserpointer, der ist besser. Dann haben wir hier unsere eigentliche Python-Konsole und hier oben unseren Variablen-Manager. Und das sind auch genau die drei wichtigen Bereiche, die wir jetzt im Lectorial benötigen werden. Was ist die Aufgabenstellung? Was habe ich mit Ihnen vor? Also, worum es geht ist, dass wir einen einfachen Reflexagenten implementieren, den wir jetzt in der Vorlesung gerade auch im Lectorial gerade nochmal angeschaut haben. Und ich lasse Sie damit jetzt natürlich am Anfang nicht allein. Ich gebe Ihnen hier mal so ein paar Infos an die Hand, wie man das machen könnte. Ganz wichtig hier, die Lectorials, das sind freie Aufgaben. Hier gibt es keine perfekte Lösung oder die richtige Lösung. Es gibt verschiedene Wege, die ans Ziel führen. Wenn Sie hier was anders machen oder sich selber ausprobieren, sehr, sehr gerne. Ja, wie gesagt, diese Lectorials sind dafür da, dass Sie Konzepte und Ideen aus der Vorlesung selbstständig ausprobieren und umsetzen können. Das ist vor allem auch das, was dann später von Ihnen im Berufsleben erwartet wird. Es geht immer darum, dass Sie die Theorie in die Praxis bringen und diese Lectorials sind genau dafür da. Was wir jetzt hier tun ist, wir haben unseren Staubsaugerroboter und wir sagen mal, unsere Wohnung besteht aus diesen drei Räumen. Ja, Sie können sich auch gerne größere Wohnungen nehmen. Und diese Räume haben verschiedenen Zustand. Die können sauber sein, clean oder die können dreckig sein. Der Bathroom, da liegen ein paar Krümel rum und unser Staubsaugerroboter soll jetzt diesen Raum säubern. Dazu verwenden Sie am besten ein Dictionary. Sie können auch eine andere Datenstruktur nehmen. In dem Lectorial nehmen wir ein Dictionary und speichern in diesem Dictionary die verschiedenen Zustände des Raumes. Zum einen, was sind seine Nachbarräume? Und zum anderen, wie ist der Cleaning-Status? Also ist der Raum sauber oder nicht? Ich empfehle Ihnen, im Bedroom zu starten. Wie auch hier steht der Staubsaugerroboter unterm Bett. Sie können den aber auch irgendwo anders starten lassen. Im zweiten Schritt, nachdem Sie diese Vacuum World definiert haben, geht es darum, die Agentenklasse, die in dem Template, was zu diesem Lectorial gehört, schon vorbereitet ist, entsprechend mit Logik zu befüllen. Und am Ende eine sogenannte While-Schleife, Gaming-While-Schleife, wie es auch heißt, zu bauen, in der die Simulation durchgeführt wird. Das heißt, wo der Roboter sich von A nach B bewegt. Ganz, ganz wichtig ist, Sie finden das Template genauso wie die Musterlösung für dieses Lectorial natürlich auf Git, genauso wie auch bei allen nachfolgenden Lectorials. Ich empfehle Ihnen, starten Sie mit dem Template und wenn es Probleme gibt, ist es vollkommen okay, auch mal einen Blick in die Musterlösung zu werfen. Aber was Sie nicht machen sollten, ist, einfach die Musterlösung nehmen, runterladen, ausführen und sagen, ja, easy going, habe ich hinbekommen, nächstes Kapitel. Ja, also spielen Sie mit dem Code, probieren Sie sich selber aus und am Ende gibt es dann auch die Möglichkeit, entsprechend hier noch ein paar weitere Features mit einzubauen. So, was ist jetzt der Case? Schauen wir uns nochmal kurz das Template an, bevor es dann losgeht. Hier haben wir unseren Reflexagenten, so wie wir ihn in der Vorlesung besprochen haben. Wir haben Sensoren, wir haben Aktoren oder Perzeptoren und Aktoren und wir haben unser Environment. In unserem Fall sind das die Räume und ihre entsprechende Beschaffenheit, dreckig oder nicht. Und was Sie jetzt tun müssen, ist diese Agentenklasse, die wir hier rechts sehen, mit entsprechender Anwendungslogik zu befüllen, wie ein Reflexagent sich in dieser Umgebung verhalten würde.
Ich habe hier noch ein kleines Goodie eingebaut, das können Sie aber auch einfach rauslöschen und ignorieren, das ist nämlich die Power Consumption Funktion. Unser Roboter hat nicht unendlich viel Energie, unser Staubsaugerroboter, der hat nur Akkuladung für 5 Aktionen. Sie können die auch höher oder niedriger setzen. Und wir wollen, dass sowohl das Saugen als auch das Fahren jeweils eine bestimmte Anzahl an Energie kostet und so schauen, wie gut dieser Reflexagent in den verschiedenen Umgebungen interagiert. Ja, also das ist eine kleine Erweiterung, ein kleines Gadget, was den klassischen Reflexagent erweitert. Sie können das aber genauso gut rauslassen, wenn Sie ganz lehrbuchmäßig den entsprechenden Reflexagenten programmieren wollen. Das war's zur Aufgabenstellung. Jetzt sind Sie gefragt. Sie können gern das Video hier pausieren oder Sie können genauso gut weitermachen und sich das erstmal so ein bisschen anschauen. Alles möglich. Und ich habe für Sie jetzt nochmal die Aufgabenstellung dazu gepackt und würde sagen, probieren Sie es aus. Und ansonsten machen wir jetzt weiter mit dem Live-Coding. So, beginnen wir also jetzt mit dem Template, den einfachen Reflexagenten aus der Vorlesung in Python zu implementieren. Es gibt jetzt hier schon eine Vorlage, auf die wir aufbauen können. Das ist hier eine Staubsauge-Cleaner-Klasse. Doch bevor wir beginnen, diese Klasse jetzt Stück für Stück aufzubauen und unsere Agentenklasse zu befüllen, müssen wir jetzt zunächst einmal noch zwei Dinge festlegen. Das ist zum einen die Welt, in der der Agent agiert, die Vacuum World, und natürlich eine Startbedingung. Das Wichtige ist, normalerweise, wenn Sie Agenten bauen, interagieren die ja in echten Welten. Ja, Sie hätten dann beispielsweise ein Spiel, in dem der Agent für Sie interagiert, eine Figur, die durch die 3D-Welt hüpft, oder ein Pokerspieler, der für Sie Karten ausspielt. In unserem Fall haben wir jetzt nicht so eine virtuelle Welt. Das heißt, wir müssen uns jetzt da einem Trick bedienen und diese Welt quasi innerhalb des Programms direkt miterzeugen. Also wir haben kein externes Programm, mit dem der Agent interagiert, sondern Agent und Welt sind jetzt der Einfachheit halber eins. Ja, später, insbesondere wenn wir dann Richtung Reinforcement Learning gehen, Machine Learning, werden wir das voneinander trennen können oder müssen sogar. Jetzt für den Moment geht es darum, das Prinzip zu verstehen. Ein Agent interagiert mit seiner Umwelt und deswegen packen wir das hier mit rein in die Datei. Das heißt, wir müssen sogar jetzt zunächst mal die Vacuum World festlegen. Das ist die Welt, in der der Staubsauger sich bewegt. Und das Ganze sollen wir als Dictionary machen oder würde ich Ihnen empfehlen, als Dictionary zu machen. Und das ist die große Frage, was packen wir da alles mit rein? Und ich würde jetzt damit beginnen. Zunächst einmal die Räume, die wir haben, also den Bedroom, das wäre der erste Raum, aufzuschreiben. Das ist unser erster Key sozusagen. Dann haben wir neben dem Bedroom noch das Wohnzimmer. Living Room schreibt man ebenfalls groß. So. Und neben dem Living Room haben wir dann noch das Badezimmer. So, das ist zunächst mal sind unsere Keys. Jetzt brauchen wir zu unseren Keys natürlich noch Values. Das heißt Werte, die wir diesen Räumen zuordnen. Und das kann man jetzt unterschiedlich machen, wie man diese Vacuum World definiert. Für uns ist ja jetzt eigentlich nur wichtig, ist dieses Zimmer sauber oder nicht? Und was sind die Nachbarzimmer von diesem Zimmer? Also wie kommt der Agent in ein anderes Zimmer oder welche Zimmer kann er denn erreichen von dem aktuellen Zimmer? Und wenn wir uns die Karte mit dem Bathroom, dem Living Room und dem Bedroom nochmal genauer anschauen, dann sehen wir, dass die nicht alle direkt miteinander verbunden sind. Sondern das Schlafzimmer hat eigentlich nur als Nachbar den Living Room. Der Living Room, das Wohnzimmer, hat jetzt die Besonderheit, dass es zwei Nachbarn hat. Und da gibt es die Möglichkeit, oder das ist der Trick, dass wir sozusagen die Nachbarn nicht einfach nur als einzelne Werte übergeben in dem Dictionary, sondern dass wir die in eine Liste packen. In
eine sogenannte, ja, wenn Sie wollen, Nested List, weil wir mehrere Werte in dem Dictionary zu unserem Key ablegen. Also in unserem Fall haben wir jetzt einmal eine Liste, das ist die hier, ja, die ich jetzt gerade ein- und ausgeblendet habe. In die packen wir die Nachbarräume und weitere Werte können wir dann mit in diese große Liste packen, ja, die dann dem eigentlichen Value zugeordnet ist. In unserem Fall wollen wir also zunächst mal die Nachbarn mit reinschreiben. Also das wäre einmal hier dann der Bedroom und im anderen Fall noch der Bathroom. Dann kommen hier noch irgendwelche Werte dazu. Und hier wäre es dann dementsprechend der Living Room. Genau. Wir müssen jetzt hier mit einer Nested List, einer verschachtelten Liste arbeiten, weil wir den Fall haben können, dass es wie hier in dem Fall mehrere Nachbarn gibt. Was wir jetzt noch speichern müssen, wir haben es schon gesagt, ist der Fall, irgendwie eine Information wie ist noch dreckig, ja, in dem Raum muss noch gestaubsaugt werden, liegen noch Krümel auf dem Boden. Das kann man jetzt unterschiedlich machen, man kann jetzt hier irgendwelche Strings nehmen, man könnte Objekte nehmen, Variablen nehmen. In unserem Fall bietet sich es an, Boolean-Werte zu nehmen, ja, weil wir nur den Fall haben, der Raum ist dreckig oder ist nicht dreckig. Das ist ein wunderbares Beispiel für einen binären Wertebereich. Das heißt, wir schreiben hier einfach rein, true, wenn das Ding dreckig ist, und false ist nicht dreckig, also es ist sauber. Genau, und damit haben wir schon unsere Vacuum World als Dictionary. Ich speichere das Ganze mal ab, überschreibe die Template-Datei und würde jetzt mal direkt diese Zeilencode ausführen. Das geht entweder hier, können Sie die ganze Datei ausführen, oder Sie können mit F9, das ist das hier, diesen ausgewählten Codeabschnitt direkt ausführen. Und das machen wir jetzt mal und schauen in den Variablen Explorer und sehen wunderbar, da ist unser Dictionary. Ja, das ist unsere Vacuum Word. Die können wir aufmachen, können wir reinschauen. Mach's mal ein bisschen kleiner. So, und das sehen wir wunderbar. Wir haben unsere Keys, also unsere Räume, die wir dann abrufen können, die Informationen, die diesen Räumen zugeordnet sind. Und dann haben wir hier die entsprechenden Werte, die Nachbarräume und ob sauber ist oder nicht. Wir können hier auch nochmal einen Doppelklick drauf machen und sehen wir die einzelnen Werte der Liste, die diesem Key zugeordnet sind. Also haben wir an Index 0 an erster Stelle die Nachbarräume und an Index 1, also an zweiter Stelle, ob hier sauber ist oder nicht. Und wie wir gesagt haben, das wird auch korrekt dann entweder als Liste oder als boolsche Variable eingeordnet. So, jetzt können wir noch sagen, okay, unser Dobby, der steht bei uns in, was weiß ich, im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer, ist völlig egal. Legen jetzt auf jeden Fall noch hier so einen Startort sozusagen fest. In unserem Fall steht der unterm Bett. Da stört er keinen. Und können jetzt mit Hilfe unserer Vacuum Word und des Startsraums allerhand Sachen machen. Und die Idee ist jetzt folgende. Wir nutzen diese Keys, um zu wissen, was der Zustand unserer Welt ist, in der sich der Agent bewegt. Also folgendermaßen funktioniert es dann, wenn wir beispielsweise wissen wollen, wie der Zustand ist, also ob geputzt werden muss oder nicht, in unserem Startroom, dann können wir das folgendermaßen machen. Wir nehmen unser Dictionary, fragen die Werte, die zu dem Key gehören, Startroom. In unserem Fall haben wir gesagt, wir starten im Bedroom. Und wollen dann den boolschen Wert haben, sauber oder nicht sauber. Ja, machen wir mal F9. Ups. Hopp. Und hopp. Und das sehen wir direkt in unserem Startraum, im Bedroom. Da ist es false, also ist es sauber. Schauen wir mal nach in unserem Vacuum World. Im Bedroom, ja, false passt also zusammen. Und das ist jetzt die Idee. So wollen wir dann unseren Agenten Stück für Stück mit dieser Welt interagieren lassen,
indem wir anhand des Key-Wertes immer herausfinden, was der Zustand für den entsprechenden Raum ist. Wir machen jetzt noch einen kleinen Trick, das uns so ein bisschen das Arbeiten erleichtern wird, nämlich mit sogenannten Code-Snippets arbeiten. Code-Snippets sind Code-Abschnitte, die können wir mit der Raute und den doppelten mit dem doppelten Prozentzeichen erschaffen. Und das sind jetzt einzelne Codeabschnitte. Das sieht man hier wunderbar, wenn ich mit der Maus reingehe, das wird so farbig, hier unten wird so ein bisschen helleres Grau, jetzt wird es hier unten ein bisschen helleres Grau, die für sich stehen. Und gerade wenn Sie jetzt mal, sagen wir mal, Machine Learning machen, nicht so sehr AI, da entwickeln Sie wirklich Programme, aber wenn Sie jetzt Machine Learning beispielsweise machen, dann schreiben Sie eher kleinere Skripte, machen kleinere Analysen und dann wollen Sie ja nicht immer das gesamte Ding ausführen, die gesamte Datei. Und da bietet es sich eben wunderbar an, hier mit sogenannten Code-Snippets zu arbeiten, die man dann mit Steuerung Enter direkt ausführen kann. Ja, also dann können wir jetzt hier den Code-Snippets noch sagen, das ist der erste Abschnitt, wo wir unsere Variablen definieren. Und dann haben wir hier noch den zweiten Abschnitt mit der eigentlichen Klasse, mit unserem Vacuum Cleaner. Und sind jetzt eigentlich startklar, die Klasse soweit zu befüllen und die eigentliche Agentenlogik zu implementieren. Schauen wir uns mal an, wie ist die Klasse aufgebaut. Wir haben hier unseren Konstruktor. Und in dem Template ist vorgesehen, dass wir dem Konstruktor einen Raum übergeben. Das ist dann vermutlich der Stadtraum und die Welt. Und wie gesagt, das ist nur der Fall jetzt, weil wir keine Simulation haben, in der wir den Agenten laufen lassen können. Ich speichere das direkt mal. So, dann haben wir hier die Perzeptoren und dann hier die Aktoren. Und jetzt gibt es noch ein paar Helper-Functions. Weil, was kann denn der Agent noch machen? Also, was für Aktionen hat er denn zur Verfügung? Welche Aktoren stehen ihm denn zur Auswahl? Also, er kann entweder fahren, das heißt sich von einem Raum zum anderen bewegen, oder er kann saugen, also den Dreck in dem Raum, wo er sich befindet, aufsaugen. Die beiden Funktionen, das sind die verschiedenen Aktionen, die er zur Verfügung hat. Jetzt bietet sich natürlich noch an, wir sehen das hier oben, ist auch so ein Energielevel, ein Akku-Ladestand definiert. So ein Staubsaugerroboter hat jetzt natürlich nicht unendlich viel Akku. Klar könnten wir das jetzt einfach annehmen, dann könnten wir die beiden Dinge hier einfach rauslöschen und ignorieren. Das könnt ihr auch machen, absolut okay. Es geht hier ja um einfach einen Reflexagent. Hier habe ich jetzt noch ein kleines Goodie sozusagen mit eingebaut, nämlich das Thema einer Kostenfunktion. Das heißt, jedes Mal, wenn unser Agent eine Aktion macht, dann verbraucht es Energie und dadurch sinkt das Energielevel, der Energielevel Schritt für Schritt, bis er dann Null erreicht und der Agent laden fahren muss. Das heißt, wir müssen es irgendwie schaffen, dass es innerhalb dieses Energielevels schafft, die Wohnung zu säubern, oder er hat es eben nicht geschafft. Ja, also wie gesagt, eine kleine Erweiterung zum klassischen Reflexagenten. Gibt es dann noch ein paar Übungsaufgaben dazu am Ende des Lectorials dazu. Ist, denke ich, ja, macht die Sache ganz, ganz klein wenig bisschen anspruchsvoller, aber denke ich, kriegen wir gut zusammen hin. So, wir können jetzt dem Ganzen natürlich, wichtig, noch einen Namen vorher geben. Ja, das gehört auch dazu. Müssen Sie nicht, können den auch anders nennen. Können den auch Harald nennen, wenn Sie wollen. Und dann schauen wir uns jetzt mal direkt den Konstruktor an. Der Konstruktor bekommt einen Raum, das ist der Startraum, und eine Welt oder einen Zustand der Welt mitgeteilt. Das heißt, wir setzen als allererstes die Location oder der Ort, wo sich der Agent befindet, gleich dem Startraum, den wir bekommen haben. Und die Welt oder die Repräsentation der Welt, die der Agent vorhält, sagen wir es eben der Einfachheit halber, entspricht der Welt, die er übergeben bekommt. Ja, also die Welt, das Modell der Welt entspricht in unserem Fall jetzt direkt der echten Welt. Hat wie gesagt damit zu tun, dass wir keine Simulationsumgebung haben. Dann schauen wir uns mal die Kostenfunktion an. Da geht es um die Energie. Das heißt, wir verbrauchen diese Energie und jedes Mal, wenn Energie sozusagen, wenn irgendeine Aktion durchgeführt wird, ruft man diese Kostenfunktion auf oder die Aktionskostenfunktion
und die senkt dann unser Energielevel. Das heißt, self.energy ist dann einfach das vorherige Energielevel minus 1. Ja. Können auch sagen, okay, ist ein besonders stromsparender Roboter. Können es auch irgendwie minus 0,5 machen. Ja, also hängt es von Ihnen ab, wie viel Ökosiegel Ihr Harald oder Ihr Dobby bekommen hat. Dann kommt jetzt die eigentliche Agentenlogik, wie gewohnt jetzt aus dem Lehrbuch, wie in der Theorie. Wir haben Perzeptoren und diese Perzeptoren nehmen die Umwelt wahr und reagieren darauf mit einem Reflex. Das heißt, es gibt einen Status, das ist, oder einen Trigger, kann man es auch nennen, ja. Also ein Reiz und daraus erfolgt dann die Aktion. Das heißt, wir nehmen erstmal den Status wahr, also was nehmen unsere Perzeptoren wahr, wie ist der Zustand der Welt, und das lesen wir aus der Welt aus. Und zwar anhand des Ortes, wo wir uns befinden. Und schauen dann, wir erinnern uns an unserem Dictionary hier, an der zweiten Stelle der Value-Liste steht der Wert, ob es eben sauber ist oder nicht. Schauen uns also an, ist der Ort, wo wir uns gerade befinden, Self-Location, ist der sauber oder nicht. Und wenn dieser Ort sauber ist oder nicht, passiert irgendwas. Das heißt, wir rufen die Aktoren auf, die Aktionsfunktion, die anhand des Status, den wir wahrgenommen haben, eine Aktion durchführt. Also springen wir direkt zur Aktorenfunktion. Die bekommt jetzt eben den Status mitgeteilt, sehen wir auch schon hier in der Signatur der Funktion. Und jetzt soll der Agent oder die Aktionsfunktion, es ist dafür da, diesen Reflex auszuführen. Das heißt, wir schauen uns jetzt ja im Moment einfach nur mal den Raumstatus an. Das heißt, wir können sagen, der Raumstatus ist gleich dem Status, den wir übergeben bekommen. Und jetzt prüfen wir, ob der Status des Raumes, ob der sauber ist oder nicht. Und wenn das Ding sauber ist oder nicht, saugen wir entweder oder wir fahren weiter. In unserem Fall, also wenn der Raum dreckig ist, Room Status True, also der Status ist True, ist vielleicht ein bisschen verwirrend, wie könnte man das noch nennen? Könnten das auch einfach ist, das vielleicht nicht, ist Dirty, ist vielleicht eine bessere Bezeichnung. Also Percepts ist Dirty. Bekommen dann übergeben, ist dirty. Dann brauchen wir das hier nicht mehr. Ups. Das können wir hier mit STRG-D direkt rausmachen. Und wir können das vielleicht sogar, ja doch, das passt. Also wenn es dirty ist und true, dann soll er das ganze Ding, soll er saugen. So. Also führe die Saugen-Funktion durch und ja, um das ein bisschen zu veranschaulichen, würde ich jetzt noch ein Print-Statement mit dazu packen, das uns einfach sagt, ja okay, der Raum XY ist dreckig, ich führe jetzt eine Saugen-Aktion durch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, jetzt haben wir hier einen String, der sich aus Werte, die einer Variable zugeordnet sind und einem konstanten Text zusammensetzt. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach schreiben, Raum X ist sauber, weil dann fehlt uns, das ist ja hier, Room X ist clean. Ja, also dieses X, das ist ja ein Wert, der sich ändert, je nachdem, wo wir uns befinden, in welchem Durchlauf wir sind. Das heißt, wir müssen hier mit einem sogenannten String-Formatting arbeiten und Strings und Variablenwerte zusammenbringen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man könnte mit F-Strings arbeiten, wie Sie es schon kennen. In dem ersten Lectorial würde ich es mal mit dem klassischen String-Format arbeiten. Und es geht folgendermaßen. Wir machen einen String. Und immer wenn eine Variable kommt, machen wir diese geschweiften Klammern.
und können dann mit einem Punkt-Format diese Variablen Stück für Stück befüllen. Das heißt, die Variablenreihenfolge hier in Format ist dann die Reihenfolge, wie wir diese geschweiften Klammern sozusagen ersetzen. In unserem Fall wäre das der Ort, wo sich der Roboter aktuell befindet, also Self-Location. Und dann wird eben entsprechend nach dem, also vielleicht müsste man das auch korrekterweise dann hier hochschieben mit Alt, Pfeiltaste nach oben, jetzt wäre es korrekt. Also der Raum, in dem wir uns befinden, der wird jetzt gesäubert und dann wird der Raum gesäubert. Also ist egal, wie rum sie es machen, weil er sich dann trotzdem noch in dem Raum befindet. Also ich finde es immer eigentlich ganz angenehm, Print-Statements eher unten zu haben. Und andere mögen es dagegen, es ist eine Stilfrage, die Print-Statements nach oben zu ziehen. In unserem Fall macht das keinen Unterschied. So, also wenn der Raum dreckig ist, dann soll er saugen, wunderbar. Es kann aber der Fall sein, dass er nicht sauber ist, also else. Dann soll er weiterfahren. Also er soll die try-Funktion aufrufen, die uns dann in den nächsten Raum bringt. Auch hier können wir jetzt wieder ein Print-Statement dazu packen. Können wir eigentlich von hier oben direkt kopieren. Room bla 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 ist nicht dirty, sondern clean, weil ja das Gegenteil von true vorliegt. Und dann soll er in den nächsten Raum fahren. Wunderbar. Jetzt haben wir unsere Aktorenfunktion fast fertig. Jetzt müssen wir uns noch um das Energielevel kümmern. Das geht folgendermaßen. Wir schauen, oder im besten Fall, wir geben uns jetzt erstmal aus, wie viel Energie noch zur Verfügung steht. So, machen das wieder mit dem klassischen Formatting. Punkt Format self.energy. Wunderbar. Geben uns jetzt erstmal aus, wie viel Energie der Roboter noch zur Verfügung hat und unser kleiner Harald oder unser kleiner Dobby jetzt sich wieder aufladen fahren muss. Und dann entsprechend, wenn dieses Energielevel unter den Wert von 1 fällt, dann soll er wieder in die Docking Station fahren. Also setzen wir ihn zurück und dann fährt er selbstständig direkt zurück in die Docking Station. Die haben wir ja gesagt, ist im Bedroom. Das war ja unser Startraum. Wir könnten jetzt auch die Startlocation nehmen. Das wäre auch möglich. Da müsste man hier im Konstruktor nochmal eine Kleinigkeit ändern. Wir sagen jetzt, das ist eine Konstante. Das ist das Schlafzimmer. Sie können aber auch einfach einen x-beliebigen anderen Raum nehmen, je nachdem, wo sich die Aufladestation befindet. Dann machen wir wieder ein Print-Statement. Return to Docking Station. Abort Cleaning. So weit, so gut. Jetzt haben wir unseren Aktoren, wir haben unsere Perzeptoren, wir haben sogar hier ein kleines Energiemanagement noch mitgenommen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie schreiben wir diese Fahrfunktion? Also wie wählt der Roboter jetzt aus, in welchen der Nachbarräume er fahren soll? Und was passiert eigentlich, wenn unser Saugroboter die Räume säubert? Jetzt haben wir hier noch einen kleinen Fehler, genau, der Status, den gibt es ja nicht mehr, sondern das ist jetzt dirty, wunderbar. Wo waren wir genau? Also es gibt die Drive und die Sack-Funktion. Schauen wir uns als erstes mal die vielleicht einfachere Saugen-Funktion an. Da passiert jetzt einfach Folgendes, dass wir diesen Zustand, der diesem Raum zugeordnet ist, ändern. Das heißt, wir gehen davon aus, wenn der Staubsaugerroboter saugt, dann ist der Raum danach auch sauber. Das heißt, der sozusagen der True-Wert ändert sich in False, beziehungsweise der False-Wert bleibt bei False. In unserem Fall machen wir einfach Folgendes. Wir setzen self-world gleich self-location und setzen dann den zugehörigen boolschen Wert auf false. Das heißt, unser Staubsaugerroboter kann auch saubere Räume saugen, danach sind die natürlich trotzdem noch sauber. Ja. Dann kostet es aber Energie.
Und dementsprechend rufen wir dann unsere Power Consumption auf von vorhin, die wir programmiert haben. Das ist schon das ganze Geheimnis. Also wenn der Staubsaugerroboter saugt, dann wird der entsprechende Wert in unserem World Dictionary angepasst und die Kostenfunktion, also die Energiekonsumption, aufgerufen. Dann haben wir noch die Fahrenfunktion und das hier ist ein bisschen tricky. Ja, wenn Sie gedacht haben, das war schon tricky, jetzt wird es tatsächlich tricky. Nämlich, es ist die große Frage, die ist, tatsächlich ist vielleicht so ein bisschen die Intelligenz in dem Roboter, in dem Reflexagenten. Welchen Reflex führt er denn aus? Wie bauen wir unsere Reflexe? Ja. Und es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, es soll einfach immer den ersten Raum, den ersten Nachbarraum nehmen. Ja, das kann je nach Karte aber zu Problemen führen. Kann sein, dass er immer im Kreis fährt oder er tatsächlich manche Räume nie erreicht, was tatsächlich dem Verhalten der ersten Staubsaugerroboter entspricht, nach meiner Erfahrung. Es gibt jetzt eine andere Möglichkeit, dass er die irgendwie clever auswählt, dann ist es ja aber eigentlich kein Reflexagent mehr, sondern das soll jetzt immer auf eine bestimmte Art und Weise reagieren. Das heißt, bestimmte Art und Weise heißt in unserem Fall, oder was wir es machen, deswegen habe ich es zu Beginn erklärt, einfach, dass er zufällig auswählt. Das ist zwar nicht mehr bestimmt, aber auch zufälliges Verhalten gilt als Reflex. Und in unserem Fall würde ich dann sagen, implementieren wir es hier eine Zufallsfunktion. Das heißt, er wählt aus den Nachbarräumen einen zufällig aus und fährt dann da halt zufällig hin. Wie machen wir das Ganze? Wir müssen jetzt als erstes mal unsere Nachbarräume einlesen. Das sind die hier, die wir wieder aus unserem Dictionary bekommen. Und in unserem Fall ist es jetzt unter Index 0 zu finden. Schauen wir hier nochmal kurz rein. Also wir haben am Index 0 die Nachbarräume und an Index 1 den entsprechenden Zustand, ob es dreckig ist oder nicht. So, jetzt haben wir unseren Nachbarräume sozusagen, Rooms, ist ja manchmal auch mehrere. Und dann zählen wir jetzt, wie viele dieser Räume es gibt. Ups. Und das ist einfach nur die Länge unserer Liste hier, wie viele Nachbarräume es gibt, ja. Und aus diesen Räumen ziehen wir jetzt zufällig eine Zahl und nutzen die dann zur Indizierung des Raums, ja. Also wenn wir zwei Räume haben, dann ist die Liste zwei Elemente groß und dann können wir entweder eins oder zwei zufällig auswählen und wählen dann entweder den ersten oder den zweiten Raum entsprechend aus. Das heißt, wir ziehen eine Zufallszahl aus den möglichen Räumen und nutzen die dann zur Indizierung. Und das ist jetzt hier die NumPy-Random-Funktion. NumPy werden wir noch ein bisschen brauchen, wird Ihnen in AI häufiger über den Weg laufen. Für den Moment ist es halt einfach ein Kurzsnippet, was ich Ihnen mal mitgegeben habe. Hier werden, keine Sorge, das alles dann auch noch besser verstehen im Laufe der Vorlesung. Für den Moment ist es vollkommen okay, das einfach mal zu kopieren. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, in welchem Intervall soll das Ganze gewählt werden. Also es soll jetzt von 0 bis 1 gehen. Das ist eine exklusive Funktion. Das heißt, wenn wir hier das Maximum angeben, wird das nicht gezogen. Das heißt, die Funktion gibt uns jetzt 0 oder 1 zurück, wenn wir zwei Räume haben und wenn wir drei Räume hätten, 0, 1 oder 2. Und wenn wir nur einen Raum haben, dann gibt die uns halt immer 0 zurück. Genau. Jetzt müssen wir NumPy natürlich noch importieren. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Wenn Sie es noch nicht installiert haben, wird es jetzt Zeit dafür. Schauen Sie nochmal in die Vorlesung entsprechend rein, Kapitel 3 müsste das gewesen sein, Einführung in die Programmierung mit Python. Da zeige ich nochmal, wie man mit Anaconda Pakete verwaltet und installiert. So, in unserem Fall ist aber schon alles da. Wir haben jetzt hier die Import-Funktion. Wir haben jetzt hier die NumPy Random Randint Funktion mit der entsprechenden Parametrisierung. Und dann zu guter Letzt wählen wir jetzt noch einen entsprechenden Raum aus und zwar setzen unsere eigene Position dann
um, so dass wir uns in dem zufällig ausgewählten Raum befinden. Also was jetzt passiert ist, dass wir unsere eigene Position, die Self-Location, entsprechend neu setzen, je nachdem, was hier für eine Zufallszahl rauskommt, nutzen wir die zur Indizierung von diesem neuen Raum. Das sind ja nur unsere Nachbarräume, also Dobby springt jetzt oder Harald springt jetzt nicht von A ans Ende der Karte, sondern kann natürlich nur in die Nachbarräume springen und setzen uns unsere Position dann entsprechend neu. Geben uns hier vielleicht noch ein kleines Print-Statement aus, um das besser zu verstehen. Also drive to next room. Machen hier wieder das Spiel wie vorhin. Und ist dann in unserem Fall die neue Location, also das hier. Ja. Natürlich rumfahren ist natürlich auch nicht umsonst. Das Ganze kostet dann natürlich Energie. Und damit ist unser Roboter, würde ich sagen, so weit startklar, dass wir das gute Ding direkt mal durchlaufen lassen können. So, das ging jetzt vielleicht zu schnell. Machen wir hier nochmal den Import. Schauen, ob das hier korrekt funktioniert. Wunderbar. Haben hier unseren Startraum und auch das hier scheint funktionieren. Wunderbar. Und unsere Klasse ist auch korrekt durchgelaufen. So. Scheint keine Fehler zu werfen. Jetzt ist der nächste Schritt, dass wir diese Klasse tatsächlich mal bauen und uns anschauen, ob das Verhalten auch wie gewünscht ist. Das heißt, wir machen hier einen neuen Codeabschnitt, nennen den mal Tests und erstellen uns jetzt als erstes unseren Dobby. Cleaner, hopp, und müssen jetzt zwei Dinge übergeben. Das ist zum einen ein Raum. Sagen wir mal, der startet im Schlafzimmer. Und eine World, das ist unsere Vacuum World. Dann führen wir das direkt mal aus und wir haben unseren Dobby. Das ist unser Objekt, wir haben unsere Methoden. Wunderbar, wir sehen das Energielevel 5. Wir haben eine Startlocation, die wurde auch korrekt gesetzt. Wir haben auch die Welt mit übergeben. Wunderbar, unser Dobby-Objekt ist erzeugt. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihren ersten Reflexagenten gebaut. Jetzt wollen wir den auch mal sich ein bisschen bewegen lassen. Also können wir schreiben, Dobby, nimm mal deine Umwelt wahr und mach einen Reflex. Zack. Room, Bedroom ist clean, clean room, drive to next room, living room, energy left 4. Also alles wunderbar, hat funktioniert. So haben wir jetzt unseren ersten, wie man so schön sagt, Reflexagenten gebaut. Jetzt wäre das Ganze hier natürlich, das Ganze hier ist zwar schön gut, jetzt wollen wir aber nicht jedes Mal immer unseren Agenten manuell anstoßen. Ja, also nicht immer sagen, hier, Percept, mach irgendwas. Also können wir ja quasi selber unsere Wohnung putzen. Ja. Das heißt, was wir jetzt tun ist, wir schreiben eine sogenannte, ja, wie nennt man das, While-Schleife oder eine Gaming-Schleife, wie es so schön heißt. Wir schreiben jetzt eine Simulation, die so lange dieses Programm laufen lässt, bis eine bestimmte Abbruchbedingung, also in unserem Fall eine saubere Wohnung oder keine Energie mehr bei Dobby erreicht ist. Das heißt, in unserem Fall, wir machen wieder ein neues Code-Snippet und machen jetzt die eigentliche Simulation, in der der Agent sich dann bewegt. Das heißt, wir erzeugen natürlich wieder einen Agenten. Das Ganze, wenn Sie Code haben übrigens, den Sie ausklammern wollen, der Sie stört, können Sie das hier mit Steuerung 1 ausklammern und auch später direkt wieder einklammern. Das ist wunderbar zum Entwickeln und zum Testen. So, was wir jetzt machen, wir haben unseren neuen Agenten erstellt und machen jetzt, ja, können auch hier wieder, was weiß ich, irgendein Print-Statement machen. Starting to clean.
und fangen jetzt an, die sogenannte Simulations-While-Schleife aufzusetzen. Das heißt, es gibt irgendeine Stoppbedingung, die ist erstmal false. Und solange die false ist, also solange sie nicht true ist, beginnt jetzt unsere Simulation. Das heißt, in unserem Fall, wir müssen zunächst einmal unseren Dobby in diese Welt hineinsetzen und dann so lange praktisch durch die Welt schicken, arbeiten lassen, bis alle Räume sauber sind. Das heißt, als erstes müssen wir checken, ob alle Räume sauber sind. Das können wir hier mit World Status machen. Da lesen wir von Dobby, der ja unsere Welt beinhaltet. World.values. Lesen wir ein, wie die Welt beschaffen ist. Sind alle Räume sauber oder sind sie nicht sauber? Und wollen dann zählen, wie viele dreckige Räume es gibt. Das ist zunächst mal 0. Und laufen jetzt über die einzelnen Räume und prüfen, ob die tatsächlich dreckig sind oder nicht. Ja, also die Dirty Rooms. Das ist jetzt eine Liste. Und die wird nach und nach befüllt. Schauen wir mal. Und speichern unsere entsprechenden Räume rein. Ja, also die Idee ist jetzt, wir haben unseren Dobby. Der Dobby, schauen wir rein, hat die Welt, die echte Welt, eine echte Kopie der Welt sozusagen bei sich drin. Wir lesen jetzt aus dieser echten Kopie, ziehen jetzt die einzelnen Räume raus und speichern die einzelnen Räume in eine Liste und wollen jetzt, oder nicht die Räume, sondern den Sauberkeitszustand in eine Liste und zählen jetzt einfach, wie viele dieser Räume sind dreckig oder nicht. Ja, also wir machen einfach die Summe und schauen, wie oft ist das ganze Ding true. Und dann können wir uns das Ganze ausgeben lassen, wieder mit einem Print-Statement. Und haben damit unsere Simulation geschrieben. Was jetzt die große Frage ist, wann bricht das Ding ab? Und wir haben gesagt, es gibt wie gesagt zwei Möglichkeiten. Das ist entweder der Fall, dass die Anzahl an dreckigen Räumen kleiner 0 ist, dann soll er weiter putzen oder sie ist kleiner, also sie ist 0 oder kleiner, dann hat er alles sauber gemacht und die Simulation ist vorbei. Das heißt, wir schauen einmal, ob die Anzahl an dreckigen Räumen größer 0 ist und sein Energielevel noch da ist, also ob er noch genug Strom sozusagen hat zum Putzen. Und wenn das der Fall ist, dann soll er weitermachen, also soll er schauen, wie sieht es aus und entsprechend darauf reagieren. Und wenn jetzt eine dieser Bedingungen nicht mehr erfüllt ist, das heißt, wenn alle Räume sauber sind oder wenn sein Energielevel kritisch ist, dann soll das Ganze abbrechen. Finished cleaning, also der Putzprozess ist vorbei und unsere Stoppbedingung ist true. Ja, das heißt zwar, er hat es nicht ganz geschafft, die Wohnung zu putzen, aber der Akku reicht einfach nicht aus. Er muss jetzt zurück zur Dockingstation fahren. Pech gehabt, hat leider nicht ganz gereicht. So, dann machen wir mal unsere Variablen alle leer. Führen nochmal alles aus, ob alles geklappt hat. Wunderbar. Haben auch unsere Klasse. Und führen jetzt die aktuelle Zelle aus. Zack, ging ja schnell.
Hier könnte man noch die Leertaste wegmachen, dann sieht es besser aus. Also, Dobby läuft los, gibt einen dreckigen Raum, schauen wir uns unsere Startbedingungen rein. Das stimmt, das ist der Bathroom. Er ist im Bedroom, das ist auch korrekt. Dann fährt er zum nächsten Raum. Das ist der Living Room. Dann hat er noch 4 Energie, weil das Fahren hat ihn eine Energie gekostet. Es gibt auch noch einen dreckigen Raum, nach wie vor. Der Living Room ist sauber. Ich sehe gerade hier, da braucht man keinen Clean Room, wenn der Raum schon clean ist. Dann fährt er weiter in den Bedroom, wird wie gesagt zufällig ausgewählt, verliert eine Energie, ist nach wie vor noch ein dreckiger Raum. Auch der Bedroom ist sauber. Fährt er weiter wieder in den Living Room, wie gesagt, wird zufällig ausgewählt, hat noch 2 Energie. Fährt dann von dem Living Room weiter in den Bedroom wieder zurück. Hat dann nur noch 1 Energie, reicht ihm dann für nichts mehr, bricht ab und lädt sich wieder auf. Kein so cooles Verhalten. Probieren wir das Ganze nochmal. Erzeugen unsere Vacuum World wieder. Und führen dann die Zelle nochmal aus. Was sehen wir jetzt hier? Startet wieder im Bedroom. Fährt dann weiter in den Living Room. Vom Living Room wieder in den Bathroom. Der Bathroom ist dreckig. Er saugt ihn, hat noch 2 Energie, hat es geschafft. Wunderbar. Also im zweiten Durchgang, beim zweiten Versuch, hat es unser Agent geschafft. Dadurch, dass die Räume immer zufällig ausgewählt sind, kann es bei Ihnen natürlich auch anders sein. Es kann sein, er schafft es gleich beim ersten Mal. Ihr Staubsaugerroboter, wie Sie ihn auch immer nennen wollen. Oder er braucht mehrere Versuche. Aber das ist die Idee eines reflexbasierten Agenten. Und ich würde sagen, probieren Sie es mal aus. Können ja mal für den Anfang den Namen ändern. Können ein bisschen hier mit der Kostenfunktion rumspielen. Ist eine sehr gute Startmöglichkeit, um das Konzept des Agenten doch mal noch ein bisschen auszuprobieren. So, ich würde jetzt gerne mit Ihnen gemeinsam nochmal das reflektieren, was wir jetzt gerade gemacht haben. Es ging jetzt darum, einen klassischen Reflexagenten zu implementieren. Ja, ein klassischer Reflexagent würde keine Zustände wie Energie speichern und die Welt, wie wir gesehen haben, ist jetzt eine kleine Erweiterung des klassischen Reflexagenten. Und wie geht man jetzt auf großer Flughöhe, auf hoher Flughöhe an dieses Problem ran? Also die grundlegende Idee war im ersten Schritt, dass wir die verschiedenen Variablen definiert haben. Das ist hier durch das Dictionary geschehen. Dort haben wir mithilfe einer Nested List die verschiedenen Werte einem Key zugeordnet. Das ist ja die Idee von dem Dictionary. Wir haben Werte, die wir abrufen können und denen sind verschiedene. Wir haben Schlüssel, die können wir abrufen und denen sind verschiedene Werte zugeordnet. In unserem Fall, ob der Raum sauber ist oder nicht oder ob er dreckig ist. Hier haben wir ein wunderbares Beispiel für eine binäre Variable. Deswegen haben wir uns entschieden, hier mit True-False, also Boolean-Werten zu arbeiten und haben hier den ersten Schritt des Lectorials dann schon hinbekommen, indem wir das Dictionary angelegt haben. Im zweiten Schritt ging es jetzt darum, das Template zu befüllen, die verschiedenen fettgedruckten, dicken Methoden, die wir hier sehen, die zu unserer Cleaner-Klasse gehören, zu befüllen. Und in unserem Fall ist die Anwendungslogik, die wir implementieren wollen, hier so ein einfacher Reflexagent. Das heißt, wir gehen jetzt Schritt für Schritt die verschiedenen Funktionen durch und orientieren uns hier an der Algorithmik für Reflexagenten. Das heißt, in dem ersten Schritt, dem Konstruktor, geht es darum, den Startraum und die Welt sozusagen zu übergeben, damit der Agent sozusagen initialisiert wird. Wie gesagt, die Vacuum World, normalerweise würde man die nicht übergeben, da Reflexagenten keinen Zustand der Welt speichern. Wir haben jetzt aber hier keine Simulationsumgebung, deswegen behelfen wir uns dadurch, dass der Reflexagent doch einen Zustand der Welt speichert, um eine Simulation eben entsprechend durchführen zu können. Dann gibt es die Power Consumption Funktion, die wie gesagt ein freiwilliges Goodie ist, wo es darum geht, dass die Energie, die einzelnen Aktionen kosten, entsprechend reduziert. Jedes Mal, wenn unser Reflexagent irgendwas macht, verbraucht es Strom. In unserem Fall haben wir 5 Stromeinheiten und jede einzelne Aktion kostet Geld. Dann kommen die Perzeptoren, die prüfen, was der Zustand des aktuellen Raumes ist und oder auch nicht, ob er dreckig ist oder nicht, und geben dann eine entsprechende Aktion zurück, beziehungsweise
weil wir einen Reflexagent haben, veranlassen dadurch dann oder übergeben diesen Wert an die Aktoren und veranlassen aber dadurch, dass sie einen Impuls, einen Trigger an die Aktoren senden, eine entsprechende Aktion. Die verschiedenen Aktionen, die wir zur Verfügung haben, das sind Saugen, Fahren und die eigentliche Aktorenfunktion. Die Saugenfunktion hat die Aufgabe, den Raum sauber zu machen. Das heißt, der Zustand des Raumes wird auf sauber gesetzt, völlig egal, ob er schon sauber war oder nicht, wenn gesaugt wird. Dann haben wir die Fahrenfunktion. Wir können dann in die Nachbarräume fahren. Also unser Staubsaugerroboter kann nicht von einem Ende der Karte an das komplett andere Ende springen, sondern er kann nur in Nachbarräume fahren. Und zu guter Letzt die eigentliche Aktorenfunktion, die dann sozusagen die Reflexe abbildet, die Reaktion aufgrund der Wahrnehmung hier, aufgrund der Perzeptoren. Schauen wir uns die ersten drei an. Was haben wir hier gemacht? Also wir haben einmal den Startort und die Vacuum World in den Konstruktor mit reingepackt, damit der Agent die entsprechend vorhält. Wir haben die Power Consumption, also die Energiekosten, die eine entsprechende Aktion kostet, und haben die Perzeptoren, die die Aufgabe haben, aus der Welt entsprechend der aktuellen Position den Zustand wahrzunehmen und diesen Zustand dann an die Aktorenfunktion zu übergeben. Die Aktorenfunktion hier unten, Act, kann dann eine der Aktoren aufrufen, in unserem Fall saugen oder fahren oder auch beides. Und dies geschieht reflexartig, je nachdem, ob es dreckig ist. Wenn es dreckig ist, wird der Aktor saugen aufgerufen. Und wenn es nicht dreckig ist, wird der Aktor fahren aufgerufen. Dann fährt der Roboter zufällig, sehen wir hier an der Try-Funktion, in einen Nachbarraum. Das Ganze kostet natürlich immer Energie. Power Consumption Funktion sehen wir hier. Und wenn die Energie unter ein bestimmtes Level fällt, nämlich kleiner gleich 1 ist, bricht der Staubsaugerroboter die Reinigungsfunktion ab und fährt zurück in seine Dockingstation in unserem Schlafzimmer. Es war jetzt die dritte Aufgabe, das Ganze in eine Simulation zu packen, in der unser Staubsaugerroboter sich bewegt. Das geschieht hier mit dieser While-Schleife und diese While-Schleife führt so lang die einzelnen Schritte unserer Simulation aus, bis die Abbruchbedingung erfüllt ist, in unserem Fall die Stopp-Variable false wird. Und die Simulation bricht dann ab, wenn entweder alle Räume sauber sind oder das Energielevel unter 1 fällt. Hier mal so eine Beispielsimulation durch unsere Print-Statements. Das war schon das ganze Spiel. Nochmal für Sie als Wiederholung jetzt in a nutshell. Zu guter Letzt habe ich für Sie jetzt noch ein paar Aufgaben, wo Sie das bestehende Modell nochmal erweitern können, sich ein bisschen ausprobieren können, ob Sie wirklich, wirklich alles verstanden haben. Und das ist zum einen, dass Sie vielleicht mal probieren, die Kostenfunktion zu ändern. Nehmen Sie mal vielleicht eine andere Funktion, die mehr Sinn macht. Vielleicht ist Saugen aufwendiger als Fahren. Keine Ahnung, oder der Roboter hat mehr Energie. Probieren Sie mal eine andere Art und Weise der Kostenfunktion zu implementieren. Vergrößern Sie die Karte, ändern Sie die Energiekosten. Oder, wenn Sie ganz mutig sind, wir haben bis den Reflexagenten kennengelernt, probieren Sie mal einen nutzenbasierten oder einen modellbasierten Agenten umzusetzen. Die Kostenfunktion ist dann vor allem spannend, wenn Sie einen nutzenbasierten Agenten haben, ja, weil die Kosten dann entsprechend des Nutzen beurteilt werden können. Sie müssen das auch gar nicht jetzt machen. Wir werden die verschiedenen Konzepte hier, Modell- und Nutzenbasiert, auch nochmal in der Vorlesung später in einem anderen Kontext besprechen. Dann können Sie gerne, wenn Sie die Vorlesung gehört haben, nochmal hier zurückkommen und das ändern. Das ist eine super Möglichkeit, gerade diese Konzepte nochmal auszuprobieren und zu prüfen, ob man es verstanden hat oder nicht. Zu guter Letzt, ja, sind wir jetzt fast durch, noch ein paar letzte Worte, klingt dramatischer als es ist, was ich Ihnen sagen will. Das war jetzt unsere erste große Programmieraufgabe, unser erstes Lektorial. Das ist völlig normal, wenn es da an der einen oder anderen Stelle schwer gefallen ist, wenn es vielleicht auf der Tonspur alles leicht und easy klang und für mich offensichtlich ist, aber für Sie nicht. Das ist völlig okay. Wichtig ist, dass Sie jetzt dranbleiben, ja. Die Vorlesung hat einen gewissen Programmierteil. Es geht um Algorithmen, es geht um Programmieren. Das ist ein wichtiger Teil von AI. Nicht nur Konzepte auswendig lernen, die auch verstanden haben. Und wenn man sie verstanden hat, dann kann man sie auch implementieren. Das heißt, es ist einfach wichtig, dass Sie während der ganzen Vorlesung immer dabei bleiben mit dem Programmieren. Ja, wenn Sie
irgendwie 2 Wochen vor der Klausur anfangen, das Programmieren zu lernen, um das eine Drittel der Klausur zu bestehen, das funktioniert nicht. Programmieren ist was, das ist wie eine Sprache. Jeden Tag ein bisschen, jede Woche ein bisschen, dann klappt es auch hinten draus. Und es ist gar nicht schlimm, wenn es jetzt am Anfang gar nicht funktioniert, wenn ganz viel schief läuft, wenn Sie ganz viel Fehlermeldungen haben. Das ist irgendwie auch völlig normal. Wichtig ist nur, bleiben Sie dabei, geben Sie nicht auf. Wie gesagt, jede Woche ein klein bisschen programmieren. Dann sind Sie super vorbereitet, sowohl für die Klausur als auch für das Berufsleben als AI-Specialist. Wir sehen uns in der nächsten Einheit wieder. Freue mich drauf. Bis dahin.